Hallo ihr Lieben, das kennst du sicher auch. Du hast so vieles, was du noch tun solltest. Manchmal weißt du gar nicht, mit was du überhaupt anfangen solltest, weil irgendwie alles einfach wichtig ist und alles sollte schon jetzt sein. Und manche Dinge denkst du dir, meine Güte, so eine Riesenarbeit, so, da habe ich ellenlange daran, aber das sollte ich noch und das sollte ich noch. Das kennt doch jeder von uns. Und genau darum geht's in diesem Video. Weil ich habe dir euch schon vieles versprochen, zum Beispiel, dass ich euch Videos mache, dass ich so eine Video-Challenge mache, wo ich die Illusionen aufdecke hinter Beziehung, hinter Job allgemein. Und es kommt noch. Auf jeden Fall, ich halte mein Wort, immer. Das Ding ist einfach, manchmal sind gewisse Dinge einfach dringender. Und genau deshalb zu diesem Thema, weil man kann nicht alles auf einmal tun. Das Problem ist, du bist viel weniger produktiv und das ist der Hauptpunkt. Also verinnerliche dir diesen Hauptpunkt. Wenn du viele Baustellen, sage ich mal, zu tun hast, dann kommst du nicht drum herum, eines nach dem anderen zu machen. Schritt für Schritt. Auch wenn alles gleich dringend ist. Wenn du in den Modus kommst, in diesen Stressmodus, wo du denkst, oh, das noch, dann bist du viel weniger effizient und unkonzentriert. Und vor allem der absolut wichtigste Punkt ist, wenn du die Dinge mal ruhen lässt, also wenn du Feierabend machst und einfach sagst, hey, jetzt, ich mache Feierabend, auch wenn ich Nachtschicht machen könnte. Ich hätte schon viele Nachtschichten machen können, das habe ich früher gemacht und das mache ich jetzt nicht mehr. Du glaubst es nicht, am nächsten Tag hast du plötzlich Einfälle, wo du denkst, oh, es wäre viel einfacher. Das ist das Problem. Wenn wir etwas durchstieren wollen, stieren, sagt man so, wenn man etwas unbedingt sofort machen will, weil man diesen Druck spürt, dass man das jetzt unbedingt machen muss, dann kann es sein, dass wir das Wesentliche nicht sehen, was uns alles viel leichter machen würde und vor allem, was alles viel schöner machen würde und viel, ja, gut Dinge will Weile haben, will ich damit sagen. Und damit ihr wisst, von was ich hier spreche, ich habe seit Monaten schiebe ich eine Arbeit vor mir her, die mir eine unglaubliche Angst gemacht hat. Und zwar einen eigenen Shop zu machen. Erstens mal, weil ich nicht gewusst habe, wie soll ich das Teil umsetzen, wie soll ich das gestalten, dass es wirklich auch visuell gut ist, dass die Menschen auch verstehen und das ist, ja. Und das zweite, das hauptsächliche Problem ist, ich mache alles selber. Aber ich bin kein Programmierer. Aber ich programmiere immer alles selber. Ich habe mir das alles selber beigebracht. Und die wissen, wie heftig WordPress ist, da kannst du nicht mal kurz was ändern. Es ändert einfach alles. Und wenn du dann auf dem PC so machst, ist das auf dem Handy anders. Und meine Güte. Und dann eben auch, weil du nicht weißt, okay, welches Plugin ist mit welchem kompatibel, geht es mit diesem Theme? Und eine Riesenwissenschaft für sich. Und es hat mich so Angst gemacht, weil ich dachte, Mist, wenn ich da anfange, ist eine Riesenarbeit. So vieles, was ich vorher abklären muss, wo ich nicht weiß, funktioniert es dann auch überhaupt. Und hineinmal wusste ich, jetzt setze ich dran. Aber auch da habe ich ein bisschen angefangen. Aber irgendwie fühlt es sich so harzig an. Irgendetwas ging nicht. So ein Plugin, das ging einfach irgendwie nicht, wollte nicht so wie ich. Und da auch, wenn etwas nicht so geht, wie du gerne möchtest, hat es einen Sinn. Weil schlussendlich habe ich dieses Plugin, wo man eigentlich das Gefühl hätte, das ist ein Shop-Plugin, habe ich nicht genommen, weil ich dachte, das ist nicht das Perfekte für mich. Was habe ich gemacht? Ich habe alles selber gemacht, ohne Plugin. Ich habe alles von Grund auf selber aufgebaut. Jeder andere würde sagen, Mann, bist du bescheuert? Eine Riesenarbeit, ey, Wahnsinn. Aber es hat sich gelohnt. Sieht so geil aus. Und das will ich dir damit sagen, weißt du, gut Dinge will Weile haben. Lass dich nicht von der Angst leiten, sondern setz dich mal dahinter, aber im richtigen Zeitpunkt. Und dafür brauchst du die Intuition. Und die Intuition, die kann nur funktionieren, wenn du dir auch Ruhe und Stille gönnst. Das heißt, wenn du 1000 Dinge auf einmal hast,
dann bist du einfach in diesem Stressmodus und bist nicht in dieser Ruhe, dann kannst du die Intuition auch nicht wahrnehmen. Und dann kann es sein, dass dir viele Dinge einfach durch den Lappen gehen. Weißt du, was ich meine? Ja, und wenn du wissen willst, wie das aussieht bei mir, hey, geh mal auf meine Homepage. Ich bin noch nicht ganz fertig. Ich bin doch nie fertig. Geh doch mal auf meine Homepage und schau meinen Job an, den ich selber programmiert habe. Ich habe riesig Freude. Klar, es sind noch viele Dinge, die ich besser machen könnte, aber ich bin sowas von stolz. Und schau mal, und es ist einfach viel besser erklärt jetzt, weißt du. So, dass man sofort versteht, um was es geht, weil die einzelnen Power-Coachings, ja, ich habe einfach, das ist auch das Geile, weißt du, wenn du was machst, plötzlich kommen dir eben so Eingebungen, wo du merkst, ah, das war nicht so gut. Das habe ich irgendwie so geschrieben, dass man es nicht verstanden hat. Ich habe die Menschen damit überfordert, weil es zu viel war. Ich muss da kurz durch den Wald schauen. Weißt du, solche Dinge, solche Dinge sind einfach auch wichtig. Wenn du dir wirklich Ruhe gibst, wenn du wirklich, ich muss mal kurz Pause machen, wenn du wirklich Ruhe nimmst und wirklich langsam die Dinge angehst, da kommen dir so Eingebungen, die machen alles viel, viel besser. Weißt du, wie ich meine? Also, deshalb, wenn du 1000 Dinge hast, die du machen solltest, ach echt jetzt, Moment schnell, ich muss euch das jetzt zeigen. Mein Hund, Moment, kann ich das so zeigen? Schaut mal, die liegt hier in eine Pfütze rein, das Teil. Also echt jetzt. Die Pfütze ist so klein, aber nein, man muss ja. Na, jetzt ist sie dumm. Jetzt hat sie einen schwarzen Bauch. Naja, eben, das ist meistens auch so, oder? Wenn du irgendwie so viel zu tun hast, kannst du sicher sein, die Tiere, die machen erst recht irgendwelchen Blödsinn. Aber auch da, lass dich nicht stressen. Weil ich habe mir es immer wieder schon 1000 Mal selber bewiesen, je ruhiger ich bin, desto mehr ich mich vom Universum leiten lasse. Das heißt, dass ich einfach nicht mehr mit meinem Verstand Dinge durchstiere. Dinge unbedingt, ja, wie sag ich, ich finde das Wort nicht. Weißt du, einfach, wenn etwas nicht geht, dann lasse ich es ruhen. Dann merke ich, okay, es ist wohl nicht der richtige Zeitpunkt oder irgendetwas fehlt mir oder so. Und du glaubst es nicht, es geht alles viel einfacher. Es wird alles viel einfacher und das möchte ich dir an die Hand geben. Also wenn du 1000 Dinge zu tun hast, lass dich nicht stressen, sondern schau, was könntest du als erstes tun? Was ist am dringendsten? Und dann fang mal an. Und wenn du merkst, irgendetwas fühlt sich harzig an, es geht nicht, leg es auf die Seite. Dann mach das. Einfach immer das, was sich gerade rund anfühlt, was gerade in Bewegung ist. Und manchmal kommt es eben im Stocken und das deshalb, weil eben etwas noch nicht ganz klar ist. Und da musst du warten und nicht krampfhaft nach Lösungen suchen. Ich bin fast durchgedreht wegen diesen Plugins. Da habe ich selber gemerkt, hey, was machst du da eigentlich? Hör doch auf mit diesem Scheiß. Du weißt genau, die Lösung kommt von alleine und so war's. Weißt du? Also schau auf die Zeichen vom Universum. Es wird dir alles vor die Füße geworfen. Wir müssen halt einfach auch hinschauen, weißt du? Genau. Also meine Lieben, auf jeden Fall, ihr seht, bei mir ist viel los. Schau mal auf meinen Shop, weil in meinem Shop, ich habe so Freude. Also jetzt ist wirklich, jetzt hat es eine Ordnung. Jetzt kommt jeder Mensch auch wirklich draus. Jetzt kann jeder wirklich nachlesen und versteht auch das Zeugs. Also von daher, jetzt habe ich wirklich eine Struktur drin, ein Verständnis. Also und auch wenn ihr es nicht immer noch nicht versteht, dann fragt einfach. Weil ich habe gesehen, die Menschen, wenn sie zu mir ins Gratisgespräch kommen, ins Schnuppergespräch, da bucht jeder. Jeder möchte mit mir zusammenarbeiten. Aber wenn die Menschen, wenn ich es ihnen noch nicht erklären konnte richtig, dann verstehen sie nicht, um was es geht. Und da habe ich gemerkt, es ist doch scheiße, Mann. Weil jeder, der in meinem Gespräch ist, möchte mit mir zusammenarbeiten, weil er versteht, um was es geht. Aber wenn sie auf meine Homepage gehen, verstehen sie es nicht. Also liegt es doch an mir, das richtige Wording. Oder eben, wenn ich dann viel geschrieben habe, hat sie Menschen fast erschlagen. Und jetzt habe ich so ändern können, das auch wirklich klein, aber fein. Weißt du, das Wichtigste in Kürze,
Aber egal, schau selber nach. Ich habe Freude, ich habe echt wirklich riesig Freude, wie ich es jetzt aufgebaut habe. Ja, und eben, was war noch? Eben diese Videos, wo ich euch versprochen habe, die kommen noch. Sobald dieser Shop wirklich definitiv fertig ist, dann kommt's. Und noch ein wichtiger Punkt, was ich auch noch sagen wollte. Ich habe euch ja noch versprochen, dass ich... Sorry, kurze Unterbrechung. Ich musste kurz Hundescheiße zusammennehmen. Na, das muss ja auch sein. Ne, was wollte ich sagen? Und zwar genau, also ich habe euch ja versprochen, dass ich euch in die Gefühle von der fünften Dimension, von der Nirvana bringe. Und da habe ich gemerkt oder viel Feedback bekommen, dass die Menschen das lieber mit mir alleine machen möchten und nicht in der Gruppe. Und das respektiere ich natürlich und das ist sowieso bei mir. Irgendwie möchten die Menschen einfach mit mir alleine und nicht so in Gruppen. Es gibt ja genug Gruppencoachings da draußen. Und das verstehe ich und das finde ich ehrlich gesagt auch ganz cool. Und deshalb auch da, schau mal auf meiner Homepage, da ist jetzt im Shop, hast du da auch ein Programm, also ein Programm, wo du einfach so ein Coaching mit mir zusammen buchen kannst. Respektive ist ja kein Coaching, sondern... dass ich dich in die Gefühle, in diese Gefühle reinbringe. Also, dass wir uns, ob du vor Ort kommst oder ob wir uns über den Bildschirm sehen, und dass ich dich einfach, dass wir beide zusammen die Augen zumachen und ich dich in dieses Gefühl reinbringe. Dass du mal fühlst, wie sich das anfühlt, diese Gefühle von der fünften Dimension von Nirvana. Also, ich mache das jetzt mit jedem Einzelnen und nicht als Gruppe, weil, ja, ich glaube... man kann sich auch besser gehen lassen, wenn man nicht in einer Gruppe ist. Also stimmt, weil eigentlich bin ich ja auch so in einer Gruppe. Ich möchte lieber mit jemand alleine. Und deshalb denke ich, ist das auch viel besser, dass wir das so machen, dass ich das nicht irgendwie mit einer riesen Gruppe auf Spendenbasis, sondern dass man es bei mir einfach so buchen kann. Genau, also schau mal auf meinem Shop. Und meine Preise sind ja, kann sich jeder leisten. Also von daher... du musst jetzt nicht das Gefühl haben, oh Mist, jetzt macht sie es doch nicht. Nein, es ist ja nur zu deinem Vorteil, weil wenn wir es alleine machen, ist es viel intensiver noch, gell? Also ja, das so viel dazu, was bei mir gerade läuft, und haben auch Tipps an dich. Also lass dich nicht unterkriegen, wenn du gerade viel zu tun hast oder tausend Dinge auf einmal machen musst. Du siehst jetzt, es geht dir viel, viel einfacher, wenn du es so machst, wie ich das mache. Dann lösen sich die Dinge von alleine oder es geht einfach alles viel lockerer und leichter von der Hand. Genau. Ja, meine Lieben, ey, ich freue mich auf euch und schaut auf meine Homepage und ja, dann bis bald. Tschüss, tschüss.